Hi Leute, ihr kennt doch sicher alle mein Video, in dem ich mich aus der Jump League Map gebuggt habe. War, ist das hier einer der Spots? Es gibt mehrere, die hier möglich sind. So, und ihr habt schon gesehen, das hat beim ersten Mal funktioniert. Das habe ich beim ersten Mal noch nicht hinbekommen, wie ich euch das gesagt habe. Und wenn ihr das kennt, dann kennt ihr bestimmt noch das Video, wo ich erkläre, dass Playmunity mir eine Mail geschrieben hat, dass ich das nicht mehr machen soll. Denn mir hat einer der Playmunity Supporter, Helper, ich weiß gar nicht genau was, hat mir eine E-Mail geschickt. Was ihr aber vielleicht nicht kennt, ist ein Tweet von dem Menschen, der mir die Mail geschrieben hat. Er schreibt nämlich: Abgesehen von Land of Aatrox solltet ihr euch auf keiner Jump League Map mehr rausbuggen können. Wer das noch schafft, den köpfe ich auf der Gamescom. Und vielleicht kennt ihr jemand Combustor, den Playmunity Admin bzw. Owner, der mir in Skype den Link von diesem Tweet schickt und Challenge Accepted Mate fragt. Was sagt uns das alles? Wir spielen heute eine Runde Jump League und wir buggen uns heute aus einer neuen Map raus. Und zwar nicht aus Land of Aatrox. Und ja, Playmunity. Ich finde das geil, dass ihr das mit Humor nehmt. Die Mail war ja eher so in der Form damals, von wegen macht es nicht mehr, ist nicht cool und so weiter. Aber anscheinend, wenn Combustor hier auf der rechten Schiene ist, dann sehe ich das mal als eine Aufforderung und als ein Challenge accepted. Und ich kann halt dann leider nicht anders, als dass ich mich aus der Map rausbuggen muss. Und zwar aus einer Map, die nicht Land of Aatrox ist. Und ich habe keine Ahnung wieso, aber ich finde das irrsinnig witzig und cool gerade, dass ich dieses Video hier aufnehme. Erstens, weil es ja wieder seit sehr langer Zeit Gaming ist, was ich ja jetzt echt schon länger nicht gebracht habe. Gott bewahre, ich habe echt keine Zeit gehabt dafür, aber jetzt geht's halt halbwegs wieder. Und zweitens, weil mir das einfach so unglaublich viel Spaß macht, mich gerade so mit Playmunity zu battlen. Bin halt mal gespannt, ob ich das wirklich hinbekomme in der Runde. Aber es wäre so irrsinnig lustig. Ich habe euch noch nicht gesagt, welche Map ich spiele. Das werdet ihr aber früh genug noch sehen. Keine Sorge. Aber erstmal müssen wir sowieso das Jump'n'Run hinter uns lassen, bevor ich überhaupt drüber nachdenke, euch irgendwas in Deathmatch zu sagen. Und ich glaube, das war gerade mein erster Jump-Fail. Das hätte echt die Dierhelm-Runde aus der Map-Bug-Runde werden können, aber leider nicht. Das ist ein neues Modul, oder? Ich glaube, das ist ein neues Modul. Gut, für die Kiste bin ich jetzt hier rüber. Ah, okay, machen hier. Hier sich saven. Ich dachte, man kommt da nicht mehr weg. Aber sieht gut aus. Oh nein, nicht dieses Modul. Ich hasse dieses Modul so abgrundtief. Das ist, glaube ich, das schwierigste Modul, was es gibt. Also für mich persönlich das schwierigste Modul. Ich weiß nicht wieso, aber ich tue mir da so schwer bei dem Modul. Oh Gott. Puh. Okay, never mind. War easy. Kappa. Ja, ich check diesen Sprung gerade nicht. Wie kommt man da hoch? Kommt es nicht so vor, als ob man das schaffen könnte. Hä, vor allem mit diesen Module? Mir kommt es so vor, als ob ich echt so die härtesten Module überhaupt ziehe, beziehungsweise halt welche, die ich nicht kenne. Wobei beides halt der Fall ist. Also ich kenne halt welche nicht und manche sind richtig schwer. Das zum Beispiel kenne ich, glaube ich, aber es ist richtig schwierig. Ah, finally. Thank God. Kann natürlich auch sein, dass ich mich einfach dumm angestellt habe, wenn wir mal ehrlich sind. Wenn wir mal ehrlich sind, Leute. Ja. Oh Gott, das bin ich fast drüber gesprungen. Und jetzt auch noch dieses Modul am Schluss. Es sind echt nur Module, die ich abgrundtief hasse, weil die so schwer sind. Aber trotzdem bin ich halt Erster. Und ich lege gerade eine gute Zeit vor, muss ich ehrlich zugeben. Und ich muss auch ehrlich zugeben, es ist richtig ungewohnt, wieder Gaming-Content so zu machen. Weil ich habe echt schon so lange nichts mehr aufgenommen. Gestreamt habe ich hin und wieder mal, aber zeitlich war halt echt richtig alles stressig so. Also für die Leute, die das halt gar nicht gucken, ich ziehe gerade um, falls das interessiert irgendwie. Und da werde ich halt jetzt daily vloggen. Also im Juni werde ich jeden Tag einen Vlog bringen zumindest. Ja, und wir sind im Ziel. Ist doch nice, oder? Haben wir eine Menge geschafft und jetzt muss ich nur mein Inventar sortieren, soll ich das dann richtig hingerichtet habe. Ich habe eine Rod und das ist alles, was ich brauche. Ich brauche nur eine Rod. Ihr kennt ja alle den Rod. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt glitchen nennen möchte. Ich halt einfach, dass man sich mit der Rod backen kann. Ich kann mich nämlich backen. Ja, genau, backen kann ich mich. Und ich hoffe, mir läuft jetzt gerade keiner hinterher. Das wäre nämlich echt nicht so schön. Geh mal weg. Du musst mal zur Seite gehen, mein Freund. Ich muss da ganz kurz. Ich muss hier mal hoch. Stör mich nicht. Okay, ich zeige euch das jetzt. Die Map ist Ebury. Jetzt kann ich sie ja revealen und den Glitch, den ich gefunden habe, ist ein relativ schwieriger Jump eigentlich. Oh, ich habe ihn direkt geschafft. Nehme ich zurück. So, und hier sind Fehler mit den Borderblöcken nämlich. Und dann kann man hier hoch und hier wird es dann schwieriger, weil hier muss man dann die Rod auswerfen. Oh, das könnte jetzt sogar First Try klappen. Stell dich vor, es klappt jetzt First Try. Nee, natürlich nicht. Das wäre auch zu easy gewesen. Aber es ist wirklich an viel gedacht worden, muss ich sagen, weil der liebe Mod, oder ich weiß gar nicht, was du in dem Team bist, die Person, die alle Maps überarbeitet hat, hat echt an viel gedacht, aber halt leider nicht an alles. Und das ist halt so eine Lücke, die zum Beispiel geblieben ist. Ach, verdammt. Okay, warum ist er einfach so vorbeigelaufen gerade? Oh ja. Jawohl, wir haben es geschafft. Sehr schön. Und das war's schon. Es ist schnell gegangen, ne? Aber wir sind aus der Map draußen. Denn von hier oben kann ich einfach rauslaufen. Hier sind überall Borderblöcke, seht ihr das? An alles wurde gedacht. Und dann ist dieser Baum, wo man einfach hoch kann. Anagnose, Mate. Combustor, Mate. Challenge accepted, Challenge absolviert. Round 1. Venicraft vs. Playmunity. K.O.
Bin ich echt mal gespannt, wie ihr dann nachlegen werdet oder nachlegen wollt. Das würde mich nämlich echt sehr interessieren, was da jetzt als nächstes kommt. Auf dem Showdown kann ich mich auf jeden Fall einlassen. Und die fragen schon nach mir, wo ist Connor 5? Teamt ihr etwa? Ey, er schießt auf mich. Was für ein Anti. Was gibt's hier eigentlich bei der Map? Hier gibt's außen gar nicht viel zu sehen. Also auf anderen Maps ist es zum Beispiel krasser, da kann man viel mehr sehen. Wie zum Beispiel auf Dust 2. Da kann man sich meines Wissens aktuell zumindest nicht rausbuggen. Vielleicht finde ich ja noch was, aber... auf Dust 2 kann man außen viel mehr sehen, denn da gibt's eine fette City. So eine zweite Map eigentlich schon fast, kann man sagen. Aber hier auf Ivory, da gibt's eigentlich gar nichts mehr. Man kann hier außen rumlaufen, man kann hier auf dem Baum drauf, aber es gibt halt nichts wirklich so zu sehen, ne? Das ist halt das Ding. Und ich glaube, Sonny Black versucht gerade zu mir zu kommen. Ist auf jeden Fall lustig anzusehen. Oh, findet er vielleicht gerade einen anderen Weg, um hochzukommen? Das ist äußerst interessant. Er hat versucht, hier hochzuspringen. Aber hier sind die Borderblöcke. Da wurde dran gedacht, ne? Jetzt glaubt er vielleicht, dass ich einen Flyer habe, weil ich hier oben rangstolz hier so, ne? Hey, du Mate. Ich kann fliegen. Oh. So, gehen wir mal wieder zurück in die Map rein und mischen wir das Ganze mal auf jetzt. Komm mal her, Sonny. Mein kleiner Freund. So, auf Wiedersehen. So, mal schauen, was der Letzte jetzt macht, wenn ich jetzt wieder diesen Trick anwende und abhauen möchte. Ich bin gespannt, ob er mich verfolgt. Ja, er kommt. Wenn ich den Sprung jetzt aber schaffe, dann bin ich weg. Oh, verdammt. Da muss ich mich wohl auf den Kampf einlassen. Obwohl, er läuft weg. Vielleicht kann ich es auch mal probieren. Oh yeah, wieder geschafft. So, dann können wir wieder hier hochgehen. Nur die Rot ist halt hier schwer zu platzieren. Also es ist echt nicht leicht, da immer First Try hochzukommen. Zum Beispiel manchmal glitscht die Rot durch einen durch und dann passiert das. Egal, lassen wir es gut sein. Der Kollege wartet ja bestimmt nicht ewig auf uns. Oh lol. Okay, da bin ich geflogen. So ein bisschen zumindest. Jetzt ist die Mitte da. Das FNS hat sich, glaube ich, nicht gelohnt, Kollege. Du hast ein paar viele Hits kassiert gerade. Yep, das war's. GG. Connor 5, die Legende. Connor 5, Playminity. Morgen ist es in allen Schlagzeilen. Mr. Trashpack, ich will es auf WhatsApp sehen. Playminity, ich will es auf Twitter sehen. Und ich bin gespannt auf die Hinrichtung auf der Gamescom. Gut, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, ist gerne eine Bewertung da. Ich lege mich gerne mit Playminity an. Fettes Kappa. Und dann danke fürs Zuschauen, falls ihr bis hierher geschaut habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. In Round 2. Haut rein. Ciao.